Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Abnehmen macht unglücklich. Was will ich denn jetzt damit sagen? Hä, abnehmen macht unglücklich? Wenn du stark übergewichtig bist und abnimmst, dann ist es doch etwas, was gut ist, was dir hilft, dich besser zu fühlen, psychisch besser zu fühlen, agiler zu sein, fitter zu sein. Ja, das stimmt auch alles. Aber lass mich bitte erklären, warum ich diese Aussage tätige und dass es einfach noch viel tiefgreifender ist und tiefgründiger und dass ich darauf hinaus möchte und deswegen diese plakative Art und Weise genutzt habe, euch hier zu diesem Video zu bringen und im Idealfall dafür zu sorgen, dass ihr mir ein paar Minuten zuhört. Jeder, der einiges an Kilos abgenommen hat, der kann wahnsinnig stolz auf sich sein. Das ist eine mega tolle Leistung und es ist dringend notwendig. Es ist nicht förderlich, sich sein Übergewicht schön zu reden und das anzunehmen und einfach so zu tun, als wäre es gar kein Problem, als wäre die Gesellschaft das Problem, die einen negativ bewertet. Denn abgesehen von der Gesundheit, die dadurch geschädigt wird, was ja auch belegt wurde, das Herz-Kreislauf-System und alle anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen können und deiner Gesundheit schaden. Das alles sollte ja Grund genug sein, dass man anfängt, etwas zu verändern und dass man vom Übergewicht loslassen möchte. Aber selbst wenn das alles nicht gegeben wäre, es gibt ja Leute, die das leugnen, die den Zusammenhang leugnen zwischen Übergewicht und all diesen Folgeerkrankungen und die das nicht wahrhaben wollen, auch Selbstschutz. Okay, selbst wenn es so wäre, dass das nicht stimmt, davon mal abgesehen, klar, ob das nun stimmt oder nicht, es ist trotzdem nicht in Stein gemeißelt, dass du als übergewichtiger, stark übergewichtiger Mensch Herz-Kreislauf-Probleme bekommst, Diabetes bekommst oder andere Krankheiten, die darauf zurückzuführen sind, ne? Sprich durch Entzündungen hervorgerufen, durch das ganze Fettgewebe, das natürlich auch deinen hormonellen Haushalt und all das in Ungleichgewicht bringt. Also, lassen wir das beiseite. Ob das nun so stimmt, ob das nicht stimmt, ob es eintrifft, ob es nicht eintrifft, ob die Wahrscheinlichkeit gering ist, ob die hoch ist. Du merkst schon, dass dir das Leben nicht leicht gemacht wird von der Gesellschaft, wie die dich beäugeln und wie sie über dich denken, hinter vorgehaltener Hand oder vielleicht auch direkt oder subtil und die Blicke und das macht was mit einem. Und das kannst du bei der Menschheit nicht abstellen, das wird auch bleiben. Das ist evolutionär einfach begründbar und deswegen schon das ist mühsam, nicht angenommen zu werden, das Gefühl zu haben, als wären einige oder so gut wie alle gegen einen und das Gefühl zu haben, sich irgendwie beweisen zu wollen, nochmal beweisen zu wollen und an dieser Bürde zu zerbrechen, dass man nicht gut genug zu sein scheint, so wie man ist. Das alles ist ja schon eine Last, aber davon mal abgesehen. Selbst wenn die Gesellschaft das gutheißt und man dazugehört oder sie dir das Gefühl geben, was den meisten gar nicht gelingt oder den meisten auch gar nicht gelingen möchte oder nicht dauerhaft gelingt, selbst dann weiß man einfach, je nachdem, wie viel Übergewicht du hast und wenn wir von 40, 50 Kilo oder mehr sprechen, ist das, was ich da sehe, diese Speckfalten, dieses über aus viele an Speck, an Fett, ästhetisch? Ist das symmetrisch? Passt das zu mir, zu meiner Bestimmung, zu meinem Körper? Ist das so vorgesehen? Kann ich mich bewegen? Habe ich Bewegungsfreiheit? Fühle ich mich gut? Läuft alles gut? Habe ich dann auch wirklich keine Schmerzen beim Stehen oder bei gewissen Tätigkeiten, denen ich nachgehe? Kann ich unbeschwert atmen und kann ich einfach unbeschwert sein? Dieses ganze Gewicht, macht das wirklich nichts aus? Nur für mich alleine, ohne wie die Leute denken, selbst wenn alle mich lieben würden für mein Gewicht, selbst wenn es der Gesellschaft nichts ausmachen würde.
Selbst wenn es nicht ungesund ist, selbst wenn mir nichts passiert, selbst wenn ich damit 100 Jahre alt werde, ist das nicht irgendwo eine Art Gefängnis? Spürt man das nicht? Und kann es dann das Wahre sein, wenn man in sich hineinhorcht, wenn man es spürt und wenn man merkt, dass man so übergewichtig ist, dass man so sein soll? Selbst wenn die Gesellschaft es feiert, selbst wenn es Leute gibt, die es ästhetisch finden, wenn man Millionär ist, selbst wenn man in dem Fall alt damit werden kann. Nein, irgendwas in dir drin, wenn du in dich hineinhorchst, du weißt es. Du spürst es nur für dich selbst. Und diese Gedanken solltest du dir selbst machen, werden dir sagen, das kann so nicht sein, das kann so nicht stimmen, das kann nicht die Wahrheit sein. Und das sollte der Moment sein. Unabhängig davon, wie alt du damit wirst, ob Krankheiten aufkommen oder nicht und wie die Gesellschaft dich sieht und wie du angenommen wirst, was natürlich wehtut und worunter man leidet. Was natürlich ein wichtiger Faktor auch ist, angenommen zu werden. Aber unabhängig davon solltest du für dich selbst einfach wissen, das willst du nicht sein und das möchtest du nicht sein. Und das ist etwas, was nicht dein Potenzial entfalten lässt. Und du kannst viel mehr sein und viel mehr bewirken und freier sein. Und das macht was mit dir, wenn du das loswirst, diese Fesseln an Gewicht, diese Ketten, dieses Gefängnis, dieses Berge an Fett, das man hat. So, worauf ich aber eigentlich hinaus möchte mit dem Abnehmen, das macht dich nicht glücklich. Jeder, der viel abgenommen hat, der kann wahnsinnig stolz auf sich sein. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video hier schon mal gesagt habe, angedeutet habe, da ein bisschen abgeschweift bin. Aber dann sage ich es nochmal, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Leistung. Aber es gibt dann Menschen, die abgenommen haben und wir reden jetzt von einer 70, 80, 90, 100 Kilo oder mehr Abnahme und sagen, ja, ich möchte nichts an mir verändern lassen, an meiner Haut, operativ. Das bin ich, das zeigt mir, was ich geleistet habe. Ich bin stolz auf mich, das gehört zu mir, ich nehme mich so an. Aber was du verstehen solltest, das ist der beschissenste Ansatz meiner Meinung nach, den du dahingehend dir einreden kannst. Du hast wahrscheinlich Angst vor der OP. Ne? Angst davor, dass etwas schiefgehen könnte. Angst vor diesem Eingriff. Das kann ich verstehen. Wäre bei mir nicht anders. Ich bin noch nicht an dem Punkt, aber wenn ich an diesen Punkt komme, werde ich mich dem stellen. Und ich möchte damit sagen, das sind wahrscheinlich unter anderem Gründe, die dir Angst machen. Und ich weiß, es ist ein folgenschwerer Eingriff, aber daran erinnert zu werden, diese hängende Haut zu haben und runterzuschauen und je nachdem, wie viel Haut das ist, wie dick du warst. Wenn man jetzt von einem katastrophalen Ausmaß spricht, wenn du sehr stark übergewichtig warst und sehr viel Haut und Hautgewebe hast, es erinnert dich immer daran, wie dick du warst und nicht, was du geschafft hast. Du kannst dir das so einreden, wie einige das tun. Ich habe viel erreicht, es gehört zu mir dazu und es erinnert mich daran, was ich geschafft habe. Ich bin demütig, aber andererseits ist es ein Ballast, eine Belastung, unbewusst. Auch wenn du dir das schönredest und rationalisierst, auch da solltest du in dir hineinhorchen. Und du wirst merken, das kann es nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. So viel Ballast noch an Haut mitzuschleppen, 10, 20, 30 Kilo oder mehr an Haut, je nachdem, wie dick du warst, dass es auch nicht ästhetisch ist, dass es reibt, dass es sich entzündet, dass es einfach totes Gewebe ist, was einfach nicht mehr zu dir gehört, was in diesem Ausmaß einfach nicht mehr da sein darf, weil da etwas durcheinander geraten ist. Klar, es ist ein Teil von dir und es operativ zu entfernen ist nicht toll, es ist auch nicht schön, aber es bildet sich nicht mehr zurück und es ist jetzt unbrauchbar. Und wenn du schon in diese Situation gekommen bist, dann ist der einzig richtige Schritt, es sich entfernen zu lassen, im Idealfall, um frei zu sein. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, lieber diese Hautschürzen als die Narben und all das. Und dann ist es unästhetisch und dann ist es vielleicht auch nicht so symmetrisch, je nachdem durch die OP. Man wird immer sehen, dass ich dick war. Ja, okay. Aber dann kannst du aber diese Narben eher mit Stolz tragen, so wie ein Krieger oder eine Kriegerin. Wie etwas, was du wirklich geleistet hast, was dich daran erinnert, was du geschafft hast. Das schon eher als eine Hautlappen oder Hautschürze. Das ist eher etwas, was du dir schönredest. Macht das nicht eher Sinn, wie jemand, der im Krieg etwas geleistet hat und sich verteidigt hat und seiner Familie und seinem Land oder für etwas eingestanden hat und es geschafft hat und überlebt hat und stolz ist darauf? Dann diese Narben sind weniger schlimm und weniger schlimm als diese Fettschürzen und diese Lappen an Haut. Und dann kommt noch hinzu, dass es gar nicht unästhetisch ist. Glaub mir, dass für viele eher es unästhetischer ist, die Haut. Die Berge an Haut als Narben. Als Narben. Das ist einfach so. Also, es sind Narben.
Und die verblassen und die werden auch in dem Fall mit der Zeit weniger. Und das ist dann etwas, wenn du das nicht loswirst, bist du immer noch Opfer dieser Umstände. Du wirst immer daran erinnert, als verhöhnt praktisch, als wärst du noch dieserjenige und die Leute sehen dich da mit noch und die nehmen diese Abnahme, die du hast, gar nicht wahr und reduzieren dich unbewusst noch darauf und wissen, mit dir ist was nicht intakt und du bist das noch und machen sich ihre Gedanken über dich und wissen, du bist immer noch anders. Trotz all dem, was du geleistet hast. Und manche, ja, finden sogar ein befriedigendes Gefühl, wenn sie daran denken, dass du noch diese Hautberge hast und diese Hautlappen und diese Hautschürze. Und es lässt dich immer noch der Dicke sein. Der Dicke. Auch egal, wie sich sehr dein Mindset sich dann verändert haben sollte, egal, wie viel du geleistet hast und eventuell auch sogar aus eigener Kraft, ohne OP. Egal, wie aber auch immer du da hingekommen wirst und gekommen sein wirst, die Leute werden das unbewusst denken. Ohne dich das wissen zu lassen oder vielleicht auch wissen zu lassen. Manche können auch sehr fies sein. Und das bist du nicht wert. In dem Fall, du bist mehr wert als das. Als das, dass die Leute von dir denken, als dass du selber dadurch gehemmt bist, noch in deinem Inneren. Und das weißt du, auch wenn du dich an diesen Zustand gewöhnst. Und tief in deinem Inneren weißt du, dass du dir das nur rationalisierst. Finde deine Antworten. Und deswegen ist das ein unabdingbarer Schritt, auch wenn man Angst davor hat, vor der OP, vor den Folgen. Und dass es ein harter Weg ist, meiner Meinung nach. Um wirklich auch heilen zu können. Es tut mir gerade selber weh, das zu sagen, und ich denke gerade selber nach, weil mich das alles ereilen wird. Irgendwann, ja, im Idealfall. Und es ist ein harter Weg mit all dem, was dazu kommt. Es ist nicht nur das Abnehmen. Und das ist ein ganz wichtiger Weg. So viel Respekt dir auch gebührt für deine Abnahme, um nicht mehr dick zu sein, um nicht mehr als dicker oder dicker angesehen zu werden. Dich von dieser Haut zu trennen. Trenne dich von deiner Haut. Trenne dich von deiner Haut. Von der Fettschürze besser gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich sag's so plakativ. Und ja, ebenso das Mentale. Gewisse Dinge nicht zu verdrängen, die dazugehören zu dir. Dass du übergewichtig geworden bist, dass es einen Grund hat, dass du dir helfen wolltest, wenn es auf die Psyche zurückzuführen ist, als Sicherheitsstrategie. Um mit Gefühlen klar zu kommen, die dich übermannt haben, die dich vielleicht sonst umgebracht hätten, weil du es nicht ausgehalten hättest, die dich ruiniert hätten, die dich in einen ganz schlimmen Zustand gebracht hätten, schlimmer als es ohnehin schon ist, die deine Psyche noch mehr hätten ausufern lassen, dass du wusstest, dir zu helfen. Und das war eben in dem Fall das Essen. Oder es hatte seine Gründe, ja. Du hattest eine schwere Zeit, du hast zum Essen gegriffen oder es hat hormonelle Gründe oder was auch immer. Gründe, die da sind, für die du dich nicht verachten solltest, hassen solltest, stolz auf dich sein solltest, dass du einen Weg gefunden hast, aber auch dich so annimmst, dass es ein Teil von dir ist, dass diese Gründe halt existieren in dir drin. Vor allen Dingen, wenn es psychische Faktoren sind, die Ursachen, dir dessen bewusst zu werden, dass du dich nicht hasst, dein damaliges Ich, dass du nicht im Widerstand bist, dicke Menschen nicht hast, nicht Angst vor diesem Zustand hast, davon loslassen kannst, so wichtig. Und dass du dich findest, dass du in vielen Fällen wissen solltest, dass je nachdem, wie dick du warst und ob deine Essstörung dahinter gesteckt hast, umso dicker, umso eher ist das der Fall, umso länger du in diesem Zustand warst, dass du noch Anteile in dir drin hast, die dich übergewichtig gemacht haben, auch wenn du abgenommen hast. Die du dir vielleicht gar nicht angeschaut hast, nicht anschauen willst, deren du dir nicht bewusst bist und die dich immer noch klein halten und belasten und die dich nicht freilassen in dem Fall. Und das ist alles wichtig, das zu verstehen. Sonst bleibst du gefangen, bleibst du immer der Dicke, bleibst du in diesem Zustand, egal wie viel du abgenommen hast. Und selbst wenn du das Gewicht nicht mehr hergeben solltest, was du erreicht hast und schlank bleibst, bleibst du der dünne Dicke, bleibst du derjenige, der in diesem Zustand noch ist durch seine Haut und durch seinen mentalen Zustand oder je nachdem, selbst wenn du die Operation hast machen lassen, die Haut straffen lassen, durch seinen mentalen Zustand, ohne zu wissen, dass es eigentlich nur eine optische Täuschung ist. Und das möchte ich sagen, darauf möchte ich euch hinverweisen. Und das macht für mich sehr viel Sinn. Also ganz wichtige Dinge, die uns alle erwarten, die stark übergewichtig sind oder die auch schon abgenommen haben und Hautrückstände, Hautschürze in dem Fall ja, zurzeit mit sich herumtragen. Solltest du dich aber dennoch dafür entscheiden und das annehmen, dann ist es deine Entscheidung und ich respektiere das. Ich habe dir logische Argumente meinerseits genannt und wie du das siehst, ob du das so siehst, ist deine Sache. Ne? Also finde deine Wahrheit, aber das ist für mich etwas,
was ein folgerichtiger Schritt ist. Und ja, auf meine Situation zurückgemünzt jetzt auch, kann ich sagen, ich befinde mich im Prozess, trotz der Gewichtszunahme und trotz der Auf und Abs, der vielen Auf und Abs und der vielen Zwischenfälle, die für mich ein Lernprozess sind, die für mich früher oder später greifen werden, die Erfahrung und das, was ich mir an Wissen angeeignet habe, auch wenn ich in einer nicht so tollen Situation bin, von meinem körperlichen Zustand und einige Kilos wieder drauf sind und ich mich wahrscheinlich wieder Richtung 170 Kilo befinde, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber aus den vorhin genannten Gründen, all das, was ich erklärt habe, euch näher gebracht habe, weiß ich, dass wenn ich immer mehr wieder abnehmen werde und immer mehr zu diesem Zustand körperlich zurückfinde, ich noch viel mehr anwenden darf und weiß über diesen Zustand Übergewicht und was damit reinfaktoriert und dass das alles mir zugutekommen wird. Denn Abnehmen kommt und geht, das habe ich auch schon oft erlebt. Viele Abnahmen, zweimal halbiert ohne OP, als 13-Jähriger, als 18-Jähriger, ne? Von 80 auf 40 Kilo, von irgendwas mit 40 Kilo, von 155 auf 78 Kilo. Und dann immer mal abgenommen, 40, 50 Kilo, 50 Kilo zugenommen, 40 Kilo, 50, 40 Kilo. Das Momentum wird da sein. Das wird bei den meisten da sein, kommen. Aber die grundlegenden Dinge davor, die sind viel wichtiger. Und ich bin froh, das wissen zu dürfen. Und ich darf und kann und will das nicht vergessen. Und das ist gut so. Ich bin aus der Matrix diesbezüglich ausgestiegen. Ne? Also jetzt nur auf diese Mindset-Sache, Thema Essstörungen bezogen. Alles andere lassen wir mal beiseite. Ich habe die rote Pille geschluckt. Und egal, was mein momentaner Zustand gewichtstechnisch oder über meine Lebensumstände hinaus gerade über mich aussagt und wie viele Höhen und Tiefen es in diesem 5,5-jährigen Prozess gab. Und dass rein vom Äußerlichen und vielleicht auch andere Lebensumstände ich natürlich in einem Auf und Ab mich befinde und in einem Stillstand befinde, ist das daran, glaube ich, so fest. Das Grundlegende dahinter ist Verstand zu haben, es zu wissen und das mit euch zu teilen und so viel in andere Menschen schon bewirken zu dürfen und so viel über mich zu wissen und immer noch dazu zu lernen. Das Allerwichtigste, dass mich in dem Fall in meinem Prozess und auch mit meinem Prozessdenken mir die Zeit zu geben und gütig zu sein, begleiten wird und mir helfen wird, wenn ich immer mehr wieder an Gewicht verliere. Und das weiß ich, dass ich es werde und auch ja, an meinem Ideal rankommen werde. Ne? Und da möchte ich halt meine mentale Gesundung mehr als alles andere und die Essstörung einzudämmen und das wird erfolgen, vor allen Dingen erfolgen, wenn ich das Gewicht habe. Denn sonst beißt sich das schon sehr bei sehr starkem Übergewicht, seine Essstörung in den Griff zu bekommen, während man noch dick ist. Also, das ist meiner Meinung nach eine Sache, die halt ein festgeschriebenes Gesetz ist. Du kannst natürlich deine Sichtweise trotzdem ändern, anderes Bewusstsein bekommen, aber es ist eine Sache, die schon eher bei einem stark adipösen, meiner Meinung nach, der Fall ist, die Essstörung einzudämmen oder je nachdem zu heilen, wenn du dein Idealgewicht hast, das erreicht hast, was du willst. Und das sollte man tun, anstatt in einer Essstörung gefangen zu sein, sie zu verlagern oder anderweitig eine Sucht zu verlagern. Und ich will damit sagen, kein toller Zustand. Natürlich, das mit Scham behaftet, sich zu verurteilen, sich dafür zu hassen, wenn man das Grundlegende verstanden hat, hat sehr abgenommen. Das ist schön. Aber dennoch wurmt es mich und macht auch was mit mir, diese Zunahme. Und das ist auch völlig normal. Wäre auch blöd, wenn nicht. Also in dem Sinne, schönreden tue ich mir das natürlich nicht. Ne? Es ist eine Sache, die ich euch wissen lasse, eine Vertrautheit, die ich euch gar nicht wissen lassen brauche. Aber ich bin transparent zu jeder Zeit. Ich bin der ich bin und ich lasse euch daran teilhaben. Und wie in dem Video davor erwähnt, ich lasse los immer mehr von dem Zustand, auch wenn das auch Arbeit ist,
dass Leute mich auslachen, verhöhnen, Leute das hier nicht verstehen, Leute mich scheitern sehen wollen. Und dass es auch meiner Meinung nach viele unwissende Menschen gibt. Ich lasse los davon. Jeder soll sich in seiner persönlichen Warte und in seiner individuellen Art und Weise, in seinem Menschendasein, seine Meinung bilden und seine Wahrheit sich bilden, sodass es für ihn logisch Sinn macht, auf sein Menschendasein zurückzuführen und was er so annehmen möchte. Und das ist okay. Ich möchte keinen zwingen oder missionieren und das verstehe ich immer mehr. Ich lasse euch daran teilhaben und ihr dürft über mich und den Prozess denken, was ihr wollt und findet eure Wahrheit. Egal, wenn sie sich nicht mit meiner deckt, egal, wenn sie mich triggert. Und das ist auch nochmal so ein wichtiger Schritt. Ich habe schon mal mir vorgenommen, das ein oder andere Mal davon loszulassen. Ist mir nicht gelungen für eine Zeit. Ich gehe nochmal das Ganze an und lasse davon los. Dass Leute anders denken, dass Leute ein anderes Bild haben von der Thematik Adipositas oder nicht meiner Meinung sind oder von der Thematik Essstörung. Es ist okay. Meine Heilung zählt und jeden, den ich mit meiner Art und Weise, mit meinen Worten, die dann für euch Sinn ergeben oder auch nicht, hoffentlich ergeben sie Sinn, mitreißen kann, umso schöner ist das. Ja, genau. Ich vertraue dem Prozess weiterhin und ich sehe nicht das Momentum, ich sehe den Prozess. Natürlich ist es so, man darf sich auch nicht so sehr in dem Momentum verlieren. Ne? Knallhart, was hat sich in diesen 5,5 Jahren verändert, was nicht? Es gab in diesen 5,5 Jahren auch viele Momente, die für mich gesprochen haben, die gegen mich gesprochen haben. Und Stand jetzt ist alles im Momentum und in den 5 Jahren, in 10 Jahren gibt es ein neues Momentum. Und natürlich will ich aber damit sagen, der Prozess, der darf Jahre dauern und es zählt das, was in ein paar Jahren, in mehreren Jahren stattgefunden hat und nicht das, was gerade im Moment passiert. Aber der Status quo hat zur Folge, dass es in meinem Prozess ja schon 5,5 Jahre gab. Ne? Und ich mich jetzt in diesem Momentum befinde. Und da ist mir schon bewusst, dass das geprägt ist von Zunahmen, von Auf und Abs, von auf der Stelle treten und auch vor gewissen Dingen flüchten. Aber das ist okay. Denn wie gesagt, die rote Pille, das Wissen, der Glaube an mich selbst, das Allerwichtigste, das Wissen, der Glaube an mich selbst, also das Wissen, der Glaube an mich selbst, das ist das, was meine Heilung sein wird und diese Wertigkeit, die es für mich hat. Und schauen wir zurück, davon mal abgesehen, dass ich immer noch davon reden kann, fast 30 Kilo abgenommen zu abgenommen zu haben. Ihr wisst, ihr seht es, ich werde sehr emotional auch und es catcht mich, wenn ich darüber rede. Ich bin da nicht unbefangen. Wenn wir es aufs Gewicht reduzieren, dass da ja immer noch ein paar Kilos runter sind, 1 Jahr und 7 Monate ohne Alkoholkonsum, Dingen, denen ich mich gestellt habe, Dinge, die ich mich getraut habe, die ich über mich erfahren habe, das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das Wissen, das über allem steht und der Glaube an dich selbst, sind für mich vor allen Dingen das, was ich mir angeeignet habe und der Glaube an mich selbst, an Wissen, das und der Glaube an mich selbst ist über allem steht und diese Mission, diese Passion, dieser Prozess, der wird von Erfolg gekrönt sein. Ja, in diesem wichtigen Video habe ich jetzt meine eigene Situation noch mit reingebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob es eigentlich so der Fall war, dass es richtig ist, aber ich habe es schon länger nicht mehr gemacht. Und deswegen habe ich es jetzt auch einfach getan, anstatt ein separates Video zu machen. Das wird wahrscheinlich jetzt auch nicht jeden interessieren, der mich jetzt nicht verfolgt hat und zufällig auf dieses Video gestoßen ist. Aber ich habe es jetzt miteinander verbunden. Und ja, wünsche jedem Erfolg, der zurzeit am Abnehmen ist, der abgenommen hat, der sich selber findet, der an sich arbeitet, seinen Weg zu finden, sich selber zu finden. Niemals aufzustecken dabei ist sehr, sehr wichtig. Und sich zu vertrauen, an sich zu glauben, sich auf die Suche zu machen, sich nicht die Schuld zu geben oder als Versager oder Versagerin anzusehen, wenn etwas bis jetzt noch nicht gefruchtet hat. Egal, wie lange ihr es schon versucht habt, egal, wie viele Auf und Abs ihr habt. Der Moment, wo ihr zufrieden sein könnt, wo ihr euch findet, wo ihr einen Weg findet, der kann kommen. Und da ist es einfach wichtig, nicht den Glauben zu verlieren. Und das ist das Entscheidende, so wie ich es nicht tue.
davon überzeugt zu sein. Nicht sich irgendwas schön zu reden und sich zu verarschen, sondern wirklich fest daran zu glauben. Und das Beste ist, indem ihr euch auf die Suche macht und nach Antworten sucht, die für euch geltend sind und offen seid, okay?